Heute kommen wir mal ein bisschen aus der Zukunft. Warum das? Naja, in der Vergangenheit habe ich Ihnen ja öfters mal erzählt, dass wir ganz, ganz super, duper einfache Algorithmen bauen, die sich in 5 oder 10 Zeilen implementieren lassen. Und das hat auch seinen Grund, weil so einfache Algorithmen, die können wir selber implementieren, die können wir anpassen auf unser Problem und anpassen der Algorithmen auf unsere Probleme, auf unsere Daten. Genau der Trick, den wir brauchen, um dem No-Free-Lunch-Theorem ein Bein zu stellen. Ja, nur wenn wir einen Algorithmus anpassen auf unsere Daten, haben wir eine Chance, den tatsächlich besser zu machen als alle anderen. Nichtsdestotrotz, Sie ahnen es wegen meiner neuen Location hier, nichtsdestotrotz gibt es natürlich clevere Leute, die sich super clevere Algorithmen ausgedacht haben. Und heute kommt einer, der ist nicht ganz so einfach. Aber der ist trotzdem super duper gut. Und zwar rede ich von den Support Vector Machines. Support Vector Maschinen. Was damit auf sich hat, dazu müssen wir wahrscheinlich wieder in die Vorlesung gehen. Also machen wir das mal. Einen Moment, ich komme gleich zu Ihnen. Scotty, beam mich auf die Planetenoberfläche, bitte. Nach England, Oxford, der historische Hörsaal. Wunderbar, da sind wir wieder da, wo wir hingehören. Jetzt brauchen wir bloß noch unsere Technik für die Vorlesung. Also, wir suchen mal die Leinwand. Wo finden wir denn die Leinwand? Da ist sie wunderbar. Und unsere Vorlesungsfolien brauchen wir vielleicht auch noch. Da sind sie auch. Wunderbar, schon kann es losgehen. Also, heute geht es um, da steht Support Vector Machines. Wir müssen erstmal erklären, was das hier heißen soll. Ja? Was soll es mit diesen Support-Vektoren, mit diesen Stützvektoren eigentlich auf sich haben? Und dann kommen die Tricks. Denn die Support-Vektor-Maschinen sind eigentlich ganz komische Dinger, die funktionieren eigentlich gar nicht. Aber dank mehrerer cleverer Tricks kriegt man sie eben von funktioniert eigentlich gar nicht bis zu richtig, richtig, richtig gut hin. Schauen wir uns an. Wie immer beginnen wir mit unserem kleinen Bäumchen hier und immer noch arbeiten wir uns hier durch diese Machine Learning Algorithmen durch. Jetzt die Support-Vektor-Maschine. Hier stimmt auch, wenn ich das richtig sehe, immer noch wunderbar. Ja, hier stimmt immer noch unser Inhaltsverzeichnis. Sehr schön. Und hier haben wir wieder unsere Übersicht, was so verwendet wird von der Welt. Und da sind die Support-Vektor-Maschinen gar nicht schlecht dabei. Ja, die sind irgendwo im oberen Mittelfeld, die werden relativ häufig genutzt, weil die tatsächlich sehr vieles klassifizieren können. Es gibt zwei grundlegende Begriffe, nämlich der eine Begriff ist der Begriff Kernel und der andere Begriff ist der Begriff Support-Vektor-Maschine. Unter dem Kernel versteht man eine Funktion, die in unserem Algorithmus drinsteckt. Es gibt Leute, die bezeichnen auch den Nearest Neighbor Algorithmus als Kernel-Algorithmus, denn da hatten wir auch eine Kernel-Funktion. Sie erinnern sich. Und diese Kernel-Funktion, die wird hier bei den SVMs, bei den Support-Vector-Machines, noch eine größere Rolle spielen als dort. Weil die würden nämlich ohne den Kernel gar nicht gehen. Ja, die KNN funktioniert ohne Kernel trotzdem. Okay. Also, was ist die Idee? Die Idee ist, wir wollen einen Klassifizierer haben. Ja, ein Klassifizierer, der in der Lage ist, Objekte, die zu verschiedenen Klassen gehören, hier zum Beispiel die Sternwarten in grün und rot, auseinanderzuhalten. Wer ist grün und wer ist rot? In dem Fall ist es keine besonders schwierige Aufgabe. Ja, wir können hier eine Linie reinmalen, eine Gerade reinmalen, die diese beiden Teile voneinander trennt, die alle roten von allen grünen abtrennt. Und Sie kennen das Spielchen von den Nearest Neighbor Methoden. Das ist in dem Fall eindeutig linear trennbar. Das Problem ist linear trennbar. Ein linearer Klassifizierer, nämlich einer, der durch eine Gerade oder im Allgemeinfall durch eine Ebene dargestellt wird, so eine Ebene kann tatsächlich alle meine Samples dieser beiden Klassen perfekt auseinanderhalten. Ein linear trennbares Problem. Sie erinnern sich auch an die Regressionsmethoden,
Modelle, lineare Klassifizierer haben einen großen Vorteil, denn ich weiß, wie genau meine Grenze aussieht, nämlich es ist eine Linie oder es ist eine Ebene oder eine Hyperebene im allgemeinen Fall. Aber wenn ich weiß, dass das eine Gerade ist oder eine Ebene ist, dann kann ich die eben durchgehend zeichnen. Ich muss nicht immer schauen, wo liegen meine Punkte, sondern ich kann die durchgehend zeichnen. Und ich kann auch da, wo keine Punkte sind dazwischen, kann ich genau sagen, wo die Grenze ist, weil die Grenze ist eine Ebene. Wenn die Grenze irgendwie so aussehen kann, wie wir es bei den Density-Based Clustering-Verfahren zum Beispiel hatten, da ist es gar nicht mehr so ohne weiteres möglich zu sagen, wo denn die Grenze jetzt eigentlich sein soll, wenn an einer bestimmten Stelle mal keine Punkte sind. Ja, hier zum Beispiel, soll die Grenze da vielleicht einen Bogen nach oben machen oder soll sie einen Bogen nach unten machen, ja, hier wo dieses Loch ist. Na, wenn es eine Ebene ist, dann geht die gerade durch. Fertig, muss ich nicht nachdenken. Ja, also, lineare Klassifizierer haben einen riesigen Vorteil, nämlich sie bilden im Prinzip das, die maximale Abstraktion ab, die wir machen können. Macht eine Gerade durch, macht eine Ebene durch. Und diese Abstraktion, dieser hohe Abstraktionslevel, der macht es uns natürlich möglich, dann eben auch zu interpolieren, vielleicht sogar ein Stück weit zu extrapolieren. Ja, vielleicht kann ich die hier sogar ein Stück weiter zeichnen. Und da gilt es immer noch. Ja, extrapolieren ist immer schwierig, sollte man vielleicht gar nicht machen am besten, aber wenn, dann nur bei einem linearen Modell. Deshalb ist der erste Denkansatz von der SVM ist, wir versuchen alles, was wir haben, alle Probleme, die wir haben, auf so ein lineares Problem, auf einen linearen Klassifizierer zu reduzieren. Wenn uns das gelingt, dann haben wir was gewonnen, ja, weil wir dann linear trennen können und alle Vorteile hiervon auch auf andere Probleme anwenden können. Okay, zweiteinfachster Fall, ja, das ist immer noch ein linearer Klassifizierer. Da liegt eben jetzt die Ebene so ein bisschen schräg durch und dann kann ich immer noch für mein Unbekanntes, zum Beispiel hier mein Magentafarben, das ist mein violettes Sternchen, leicht vorhersagen, auf welcher Seite meiner Trennebene der tatsächlich liegt. Ja, hier ist er angezeigt. Okay, wir brauchen für die SVMs ein kleines bisschen Mathematik, weil, wie gesagt, das ist nicht mehr ganz so billig. Das ist kein Zweizeiler mehr, auch nicht im Schuljahr. Sondern da müssen wir schon ein bisschen drüber nachdenken, was da eigentlich passiert. Wo fangen wir an? Wir fangen da an, dass wir sagen, wir müssen jetzt unsere Trennebene oder unsere Gerade, die unsere beiden Klassen trennt, die müssen wir irgendwie mathematisch mal korrekt beschreiben. Ja, und wie beschreibt man das? Man kann eine Geradengleichung aufstellen, eine Ebenengleichung aufstellen. Da wissen Sie vielleicht noch aus der Schule, gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Art und Weise, wie man so eine Gleichung darstellen kann. Und eine der Möglichkeiten ist die normalen Form. Was ist die normalen Form? Die normalen Form ist eben die Beschreibung der Gerade oder der Ebene, die darauf beruht, dass sich die Normale angibt. Das heißt, den Vektor, der senkrecht auf dem Ding steht. Ja, hier soll in dem Beispiel von Wikipedia meine Gerade ist die grüne Linie hier, grün eingezeichnet. Und hier N, das Rote, das ist die normale, die steht senkrecht da drauf. Und ich kann jetzt, wenn ich die normale angebe, dann habe ich schon mal die genaue Richtung, in der meine grüne Gerade verläuft, angegeben, weil die senkrechte ist eindeutig. Das ist auch eindeutig, das ist das Schöne, bei einer Ebene, bei einer Hyperebene, bei einer zehndimensionalen Hyperebene können Sie die normale angeben und dann geben Sie komplett die Richtung, in der die da drin liegt, in der diese Hyperebene im Hyperraum liegt, komplett korrekt an. Allerdings kann sie ja noch verschoben sein. Ja? Die grüne Gerade hier, die kann jetzt noch verschoben sein und dadurch würde sich die normale nicht verändern. Also muss ich zusätzlich zur normale noch angeben, den sogenannten Stützvektor. Ja? Der Stützvektor. Der ist in blau eingezeichnet als P, der vom Koordinatenursprung eben dann auf einen Punkt meiner Gerade. So, jetzt kann ich die Gerade definieren oder die Ebene definieren durch diese Gleichung dort links, nämlich indem ich sage, ein beliebiger Punkt, der durch den Vektor x beschrieben ist, also ein Vektor, der aus dem Ursprung kommt und zum Beispiel dahin geht oder dahin geht, ja, das wäre ein Vektor x.
Wenn ich von dem den Stützvektor abziehe und dann den multipliziere mit meinem normalen Vektor, wobei die Multiplikation von Vektoren ist nicht ganz so trivial, ja, gibt es verschiedene Art und Weise, wie man die multiplizieren kann. Wir verwenden hier das Skalarprodukt, ja, also das Produkt zweier Vektoren, bei dem eine Zahl hinten rauskommt. Ich erkläre gleich, wie das gerechnet wird. Das wird uns nämlich noch befassen. Damit müssen wir uns noch befassen, wie das berechnet wird. Also, x minus Stützvektor mal Skalarprodukt dem normalen Vektor. Und das Produkt, das Skalarprodukt, ist 0 für alle Punkte, die genau auf dieser Linie liegen. Und jetzt denken Sie sich natürlich schon, das ist entweder positiv oder negativ, je nachdem, ob mein Punkt auf der einen oder auf der anderen Seite liegt. Und wenn das so ist, wenn dieser Ausdruck entweder positiv ist oder negativ ist, je nachdem, ob irgendein x-beliebiger Punkt auf der einen oder anderen Seite meiner Gerade liegt, dann ist das doch eigentlich schon eine wunderbare diskriminierende Funktion. Das heißt, ich muss nur hergehen, wenn ich irgendeinen Punkt hier habe, zack, den hier, muss ich das da drüben berechnen und schauen, ist es positiv oder negativ, und dann weiß ich, liegt der auf der einen oder auf der anderen Seite meiner Gerade oder meiner Ebene oder meiner Hyperebene oder was auch immer. Das Schöne ist, da das in Vektorschreibweise dort dargestellt ist, gilt das für beliebige Dimensionen. Ja, also Z, P und N können entweder Zahlen sein oder es können in dem Fall sind es Wertepaare, ja, sind immer XY-Koordinaten. Es können aber natürlich auch Vektoren sein der Länge 3, der Länge 5, der Länge 50 oder der Länge 1000, und die Formel stimmt immer. Ja, die stimmt immer, das kann man immer genau gleich berechnen. Egal, wie viele Dimensionen Sie in Ihren Vektoren haben. Das ist sehr wichtig, weil bei unseren Problemen haben wir häufig sehr viele Dimensionen. Ja, so viele, wie wir Attribute haben, nämlich. Ein Attributvektor, der einen Samen beschreibt, besteht halt vielleicht aus 50 oder aus 150 Werten. Das wäre dann 150 dimensional, kann ich aber immer noch so rechnen. Kein Problem. Also, gerade schon gesagt, wir haben eine diskriminierende Funktion, und ich habe das Beispiel, das vorher aus Wikipedia, deshalb hier die Nomenklatur, und jetzt wechsle ich die Nomenklatur auf meine Nomenklatur für die Support Vector Machines. Die bleibt jetzt aber gleich, ja? Nur in der Einführung war die Nomenklatur anders. Was mache ich anders? Ich nenne jetzt meinen Stützvektor, den nenne ich B, und meinen normalen Vektor, den nenne ich W. Sie werden gleich sehen, warum ich das mache. Wer bei mir vielleicht schon mal in der künstlichen neuronalen Netze-Vorlesung war, der sagt jetzt schon, oha, ja, weil das ist genau das, was wir bei neuronalen Netzen auch rechnen, und zwar genau in der gleichen Nomenklatur. Ja, W sind bei neuronalen Netzen eben die Gewichte. X ist der Input und B ist der Bias, und F von X ist das, was in der nächsten Schicht rauskommt, beziehungsweise die Aktivierung der nächsten Schicht von Neuronen. Egal, also Sie sehen, es ist genau das Gleiche, weil nämlich diese Schichten in den neuronalen Netzen sind auch lineare Klassifizierer. Logisch, deshalb die gleiche Mathematik. Also hier nochmal für diese diskriminierende Funktion dargestellt. In Blau jetzt unsere diskriminierende Gerade oder unsere Ebene, die zwischen den beiden Klassen trennt. W ist der normalen Vektor. X ist irgendein x-beliebiger anderer Vektor, ja, für dieses violettfarbene Sternchen dort. Und wenn ich jetzt wissen will, ist das auf der einen oder anderen Seite meiner trennenden Ebene, dann muss ich das hier ausrechnen, und dann bekomme ich es entweder positiv oder negativ. Natürlich müssen wir irgendwann diese W und B finden. Ja, das müssen wir wissen. Das ist quasi unser Training, das wir machen müssen, ist, dieses W und das B richtig zu finden. Ich habe hier unten nochmal hingeschrieben, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob jeder von Ihnen mit dem Konzept des Skalarprodukts auch wirklich vertraut ist. Das Skalarprodukt ist das Produkt zweier Vektoren, bei dem eine Zahl, ein Skalar, als Ergebnis rauskommt. Und wie erreicht man das? Das erreicht man, indem man die Elemente der Vektoren elementweise multipliziert, also das erste vom einen mal das erste vom zweiten, das zweite vom ersten mal das zweite vom zweiten, das dritte vom ersten mal das dritte vom zweiten und so weiter. Immer elementweise multiplizieren, und die Ergebnisse dieser Multiplikation werden alle addiert, werden zusammengezählt.
Da unsere Vektoren im Normalfall Spaltenvektoren sind, ne, die stehen untereinander, kann ich die gar nicht multiplizieren mathematisch, sondern ich kann ja nach den Regeln der Matrixmultiplikation nur was multiplizieren, wenn die erste Matrix so viele Spalten hat, wie die zweite Zeilen hat. Deshalb, wenn man es korrekt hinschreiben will, darf man nicht hinschreiben W mal X, sondern man muss hinschreiben W transponiert mal X. Also Spaltenvektor W wird zu einem Zeilenvektor, die Zahlen stehen nacheinander, x bleibt gleich und jetzt kann ich tatsächlich mathematisch korrekt ein Malzeichen dazwischen machen. Ich kann sagen, multipliziere die beiden, weil Regeln der Matrixmultiplikation heißt jetzt wieder, das erste da mit dem ersten da, das zweite da mit dem zweiten, das dritte da mit dem dritten und so weiter, kannst durch und kommt ein Wert dabei hinten raus, nämlich die Summe aus dem Ganzen, das Skalarprodukt. Für die Vektoren kann man das auch noch anders rechnen, nämlich man könnte auch rechnen, so macht man es in der Physik zum Beispiel an manchen Stellen, man könnte auch rechnen, ich nehme die Länge meines Vektors w mal die Länge, normales Mal, weil das ist eine Zahl, die Länge, mal die Länge meines Vektors x und jetzt muss ich den Winkel berücksichtigen, den die haben und der Winkel ist, und zwar muss ich berücksichtigen den Kosinus zwischen den beiden Winkeln. Das macht auch Sinn. Ja, wenn mein x und mein w in die gleiche Richtung zeigen, ja, also x würde in die gleiche Richtung zeigen wie mein w, dann hängt ja die Frage, dann ist die Frage, ob das positiv oder negativ ist, hängt nur noch davon ab, wie lang die sind, also von dem b dahin. Ja. Wenn die nicht mehr in die gleiche Richtung zeigen, dann kann so ein Fall auftreten wie da drüben. Ja, die vielleicht gleich lang sind, aber trotzdem liegt natürlich x nicht genau auf der Ebene. Und jetzt ist die Frage, wie ist das Vorzeichen? Und das hat der Kosinus. Ja? Wenn die parallel sind, ist der Kosinus 1. Der Kosinus fängt bei 1 an und geht dann bei 90 Grad durch 0 und dann ins Negative. Ja, das heißt, positives Vorzeichen. Wenn ich jetzt drehe, 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 die beiden, das sei mein x, das sei mein w, dann wird der Kosinus 0. Und dann, sobald ich größer 90 Grad bin, wird er negativ. Ja, wenn Sie sich das anschauen, ist es eigentlich logisch. Ja? In dem Moment, wo w und x senkrecht aufeinander stehen und dann noch ein bisschen weiter, dann rutscht x auf die andere Seite rüber. Und nach hinten genau das Gleiche und so ist auch der Kosinus. Ja? Der geht da auch ins Negative, bei minus 90 Grad geht er durch 0 und dann ins Negative. Also nach beiden Seiten habe ich 90 Grad Spielraum, ohne dass sich der Winkel ändert und ohne dass sich das Vorzeichen ändert. Und ab 90 Grad ändert sich das Vorzeichen. Also deshalb macht es durchaus Sinn, sich auch das zu überlegen. Wir werden diese Art der Berechnung hier aber nicht mehr benutzen. Wir setzen hier auf die Skalarprodukte. Ja, wir machen jetzt alles mit Skalarprodukten. Deshalb habe ich es nochmal ganz kurz erklärt. Soll ich es kurz hinmalen? Ich glaube, ich male es ganz kurz noch hin. Ja, einen Moment. Ja, das sei mein W und das sei mein X. Sind beides Vektoren und die kann ich nicht miteinander multiplizieren. Na, da gibt es kein Mal. Ich mache mal ein Fragezeichen hin. Was soll das sein? Das Produkt zweier Vektoren. Das geht nicht. Deshalb mache ich mein W transponiert. Und mein W transponiert ist jetzt ein Zeilenvektor. Und mein X bleibt ein Spaltenvektor. Und jetzt, egal wie viele Elemente das sind, kann ich ganz normal multiplizieren. Funktioniert. Und jetzt wird eben normale Matrixmultiplikation gemacht, das heißt, ich multipliziere das mit dem und 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 so weiter. Immer eins mit eins und mache daraus die Summe und ich bekomme raus als Summe eine einzige Zahl, nämlich das Skalarprodukt. Ja, das ist das Skalarprodukt. So werden wir das jetzt die ganze Zeit berechnen. Sehr wichtig, es wird jetzt die ganze Vorlesung durch um Skalarprodukte gehen. Ja, deshalb nochmal diese kurze zusätzliche Erklärung hier. Gut, also, damit machen wir jetzt weiter. Jetzt haben wir unsere diskriminierende Funktion.
die so heißt, jetzt müssen wir irgendwie trainieren, sprich, wir müssen die richtige diskriminierende Ebene tatsächlich auch finden. Wie machen wir das? Wir definieren eine Zielfunktion, eine Ground Truth. Ja, wir sagen Y, das ist mein Ground Truth. Und Y ist entweder minus 1 oder plus 1. Ja, je nachdem, ob rot oder grün. Je nachdem, ob auf der einen Seite meiner diskriminierenden Ebene oder auf der anderen Seite. Das heißt, ich kann, wenn ich trainiere, dann muss ich die Ebene irgendwie so finden, dass für alle meine Trainingssamples gilt, dass Y ist gleich dem f von x. Oder wenn man es mal etwas schwächer bloß anschaut, können wir auch sagen, das Vorzeichen von Y muss so groß sein, muss das gleiche sein wie das Vorzeichen von x. Ja. Am Ende wollen wir tatsächlich auch den Wert maximieren, weil wir die Trennebene ja an einer idealen Stelle möglichst weit in der Mitte haben wollen. Aber im Prinzip würde uns das schon genügen. Ja, wenn nur das Vorzeichen stimmt, dann haben wir die Klasse richtig vorhergesagt. Ich habe hier jetzt noch die letzte Form hingeschrieben, wie wir das Skalarprodukt berechnen können, nämlich, wie eben gerade schon gesagt, es ist das Element, weil die Summe der elementweisen Produkte, also kann ich das doch auch gleich so schreiben. Ja, mein f von x ist das Skalarprodukt aus b und x plus b. Oder ich schreibe hier hin, das ist die Summe über alle meine Elemente von b und x, ja, meine Elemente i bis zur Zahl der Dimensionen von wi mal xi. Logisch. Ja, genau so kann ich es berechnen. Diese Summe. Die Form werden wir benutzen, weil wenn wir es implementieren wollten oder wenn wir damit rechnen wollen, dann ist das natürlich genau die Art und Weise, wie wir da vorgehen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Das sieht ja aus wie bei den neuronalen Netzen. Ja, die ganze Formelei hier sieht genauso aus wie bei den neuronalen Netzen. Und da ich die Dinger so arg mag, male ich Ihnen das hier gerade auch nochmal dazu. Ja, wie ist das beim neuronalen Netz? Beim neuronalen Netz haben wir Neurone, die alle mit unserem Neuron der nächsten Schicht verknüpft sind. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie groß die Aktivierung dieses Neurons ist, dieses Zielneurons ist, ich nenne es mal Y und das hier X, ja, das beziehungsweise dargestellt durch einen Vektor X. Ich habe hier in der Schreibweise die Vektoren alle fett gemacht, ja. Man kann auch diesen Strich drüber machen, um das anzudeuten. Und hier hat man genau nach der gleichen Formel, nämlich nach der hier, hat man im neuronalen Netz die Aktivierung von unserem Y berechnet. Ja, ich berechne immer das Gewicht mal dem entsprechenden x plus das nächste Gewicht mal dem entsprechenden x mal das plus das nächste Gewicht mal dem entsprechenden x und so weiter und mache daraus die Summe. Und um hier auf die nächste Aktivierung zu kommen. Also Sie sehen, das ist tatsächlich, im Prinzip ist das ein neuronales Netz, was wir haben. Ja, die Support-Vektor-Maschine ist eigentlich ein neuronales Netz. Die benutzt nur tatsächlich einen clevereren Optimierungsalgorithmus und einen cleveren Algorithmus, um mit nichtlinearen Problemen nachher fertig werden zu können. Das werden wir gleich sehen. Zum Thema neuronale Netze sage ich jetzt noch ein bisschen mehr, und zwar mache ich das ganz absichtlich, weil es in den letzten Jahrzehnten, seit ja, den letzten 30 Jahren, 25, 30 Jahren, eine sehr starke Konkurrenz gegeben hat, immer zwischen den Leuten, die künstliche neuronale Netze machen und den Leuten, die mit Support-Vektor-Maschinen arbeiten. Und beide haben immer gesagt, meine Methode ist viel besser. Und eigentlich waren die ganze Zeit, muss man ehrlich sagen, die SVM-Leute weit im Vorteil. Ja, SVMs konnten viel, viel mehr als künstliche neuronale Netze, immer eigentlich. Erst seit ganz wenigen Jahren, ja, seit weniger als 10 Jahren, haben die neuronalen Netze die Nase vorn. Das kann sich aber vielleicht auch wieder ändern, man weiß es nicht. Ja? Deshalb bringe ich das so ein bisschen mit rein, weil Sie ahnen es, ich bin eigentlich der von den neuronalen Netzen. Ich bin nicht der Verfechter der SVMs, aber die sind wirklich toll. Aber ich kann es nicht lassen, Ihnen hier ein bisschen was zu dem Thema zu sagen. Und ein ganz wichtiger Mensch im Umfeld der neuronalen Netze ist der Rosenblatt, der Anfang der 1960er Jahre, also das ist jetzt 50, nee, 70 Jahre her, 60 Jahre her, 60 Jahre ist es her,
Die Theorie der neuronalen Netze, auch die Theorie des Trainings neuronaler Netze aufgestellt hat. Und er hat eben zum Beispiel damals das hier geschrieben. Und wenn Sie sich diesen Pseudocode anschauen von 1960, da ist genau diese Lernfunktion da oben drin. Und da ist beschrieben, wie das trainiert werden soll, nämlich man soll eben diese Ws, die bei unseren neuronalen Netzen gewichtet sind, man soll die in kleinen Schritten so anpassen, dass das F dadurch immer richtiger wird. Ja? Und auf die Art und Weise bekommt man dann die richtigen Ws und die richtigen Bs auch gefunden, um dann nachher die diskriminierende Ebene richtig reinlegen zu können. Also so ist es bei den neuronalen Netzen bis heute übrigens gelöst. Die Support-Vektormaschinen machen das anders, habe ich vorher schon gesagt. Bei den SVMs wird mit ein bisschen cleverer Mathematik tatsächlich richtig gerechnet, um hier die richtige Fläche zu finden. Ist also insofern tatsächlich eine Weiterentwicklung der künstlichen neuronalen Netze, eigentlich die SVM. Aber wir haben immer noch das Problem, das sind alles lineare Klassifizierer. Ja? Somit wären sowohl die neuronalen Netze als auch die SVM nur billige lineare Klassifizierer, die wir nicht brauchen, weil das können wir mit Regression und mit Logik perfekt lösen. Da brauchen wir kein so ein Ding dafür. Beide, NNs und SVMs, benutzen unterschiedliche Ansätze, um jetzt daraus zu entkommen. Ja, bei den neuronalen Netzen machen wir hier noch eine Aktivierungsfunktion mit drauf, die auch nicht linear ist und die Nichtlinearität mit reinbringt. Und wir machen mehrere hintereinander, zum Teil sogar mit Überbrückung und Verzweigung und so weiter, sodass durch dieses mehrere Hintereinanderstecken von solchen Klassifizierern tatsächlich nichtlineare Geschichten nachher auch repräsentiert werden können. Bei der SVM, die gehen einen ganz anderen Weg. Und zwar, da kommt der Kernel ins Spiel, da kommen wir gleich dazu. Da wird eine zusätzliche Funktion mit eingeführt, die hier das wieder nicht linear macht. Und die Support-Vektoren, die dem Kind den Namen gegeben haben. Also, gleiches Problem, gleicher Lösungsansatz, aber komplett andere Umsetzung, wie man tatsächlich nachher die Lösung findet, die wir brauchen, um klassifizieren zu können. Wie funktioniert die Optimierung dieser Ws, also des normalen Vektors bei der SVM? Wir haben die diskriminierende Funktion und wir wissen, das Vorzeichen entscheidet über die Klasse. Jetzt können wir einen Fehler definieren, nämlich wir haben einen Trainingsdatensatz, wir können das F von X für jedes Trainingssample ausrechnen und können dann gucken, ist das richtig oder falsch. Und wir können sogar ausrechnen, wie richtig und wie falsch ist es. Ja, wenn es in Wirklichkeit plus 1 sein muss, es ist aber minus 25, dann ist es eben sehr falsch. Und wenn es in Wirklichkeit plus 1 sein muss und es ist minus 0,1, dann ist es nicht ganz so falsch. Also wir können einen Fehler auch quantifizieren. Und die einfachste Form, das zu machen, ist zum Beispiel einen Loss anzugeben als quadratischer Loss. Ja, wir berechnen einfach f von x minus y im Quadrat, also den quadratischen Fehler von der tatsächlichen Vorhersage und der Ground Truth. Und können das auch wieder aufdröseln über die Elemente unserer Vektoren, indem wir wieder die Summe machen. Ja, also die Summe über alle bixi plus b minus dem entsprechenden yi im Quadrat. Und dann haben wir es. Ja? Das ist unsere Lossfunktion und die muss optimiert werden. Was wir am Ende bekommen, sind unsere über Ebenen, die das hier trennt. Dazu komme ich mal kurz an die Tafel für Sie. Und da können wir jetzt natürlich relativ leicht sagen, wie die eigentlich aussehen muss. Nämlich, die muss irgendwo da liegen. Ja, in dem Fall. Kann ich so reinmalen? Ist das die einzige Möglichkeit, das hier reinzumalen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich könnte sie ja auch so einzeichnen. Ja? Oder ich könnte sie so einzeichnen. Jetzt denken Sie mal kurz nach, welche dieser drei diskriminierenden Ebenen oder Liniengeraden würden Sie denn verwenden? Sie würden wahrscheinlich die mittlere hier verwenden. Ja, ich mache sie mal dicker. Sie würden wahrscheinlich die hier verwenden. Warum? Weil die hier in beide Richtungen
den größten Abstand hat zu den nächsten Punkten. Ja, die nächste hier, die ist hier ganz dicht dran. Ja, oder die hier, die ist da ganz dicht dran. Das ist irgendwie nicht gut. Das heißt, wir wollen versuchen, die diskriminierende Ebene zu finden, die einen möglichst breiten Rand hat zu den nächsten Samples jeweils der Klasse. Ich komme gerade mal wieder zu Ihnen. So, da bin ich wieder. Ja, also, wir suchen die diskriminierende Ebene, die den breitesten Rand hat, den größten Abstand hat zu unseren Samples, die optimal drin liegt. Das tatsächlich zu optimieren, ist nicht ganz so einfach, ist auch mathematisch nicht ganz so einfach und ich glaube, da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg. Ja, Sie können, wenn Sie in die Lehrbücher reinschauen, können Sie die Mathematik nachvollziehen. So schwierig ist es auch nicht. Aber fürs Verständnis dieser Tierchen muss man es eigentlich nicht wissen, wie das geht. Da reicht es eigentlich, wenn Sie wissen, dass es Möglichkeiten gibt zu berechnen, wie man diese Ebene da reinlegt, dass sie da möglichst gut in der Mitte liegt. Und man sagt eben dazu, der Margin, der Rand nach beiden Seiten, der sollte möglichst groß sein, ja, sodass sie da in der Mitte liegt. Hier habe ich sie noch mal ein bisschen schöner eingezeichnet. Ja, also da sieht man die eine mit dem breiten Margin und die zwei Möglichkeiten mit dem nicht so guten Margin. Und wir suchen natürlich die beste von denen. Das ist ganz klar. Okay. Jetzt kommt der hier noch. Ja, Thema Support-Vektoren, Stützvektoren. Die Frage ist jetzt, um diese optimale Trennebene zu berechnen, welche meiner roten und grünen Punkte brauche ich denn dazu? Ja, es ist, glaube ich, relativ offensichtlich zu sehen, dass zum Beispiel der hier oder der hier, die haben relativ wenig Einfluss drauf, wo dieses Ding hier liegt. Ja, auch der hier oder der haben da vermutlich wenig Einfluss drauf. Großen Einfluss drauf hat aber ganz sicher der, ja, und der. Die zwei und der hier auch, die haben ganz großen Einfluss drauf, wo eigentlich meine Ebene liegt. Das heißt, wenn man es genau betrachtet und überlegt, müsste man eigentlich sagen, das würde wahrscheinlich jetzt reichen, die drei zu nehmen. Ja, ich male sie mal rot vielleicht. Ja. Die ich hier rot einkringle. Wenn ich die drei nehme, dann würde das wahrscheinlich schon reichen, um meine diskriminierende Ebene perfekt zu finden. Alles, was da hinten ist, spielt eigentlich keine Rolle. Und das ist jetzt der Trick bei den Support-Vector-Machines, dass man hergeht und man sucht die Samples, die wichtig sind für die Lage meiner Trennebene, und die anderen, die lässt man weg. Ja, wie sieht das dann mathematisch aus? Das sieht dann ganz einfach aus, nämlich ich kann mein W wieder hinschreiben und eigentlich ist mein W, ursprünglich steht ja da Y gleich WX plus B und jetzt kann ich umformen und ich sage, mein W ist gleich Y mal X. Ja, ist nur umgeformt, aber das muss ja aufgehen. Es geht nicht auf. Ich brauche irgendeinen Parameter, den ich anpassen kann, damit ich die Lage meiner Ebene auch tatsächlich, also die Lage meines Ws, meines normalen Vektors, tatsächlich auch definieren kann und verändern kann. Und da führe ich einen Parameter Alpha ein und sage, jetzt müssen eben für jedes Trainingssample, J iteriert hier über die Trainingssample, es müssen für jedes Trainingssample, gebe ich einen Alpha an und dann kann ich multiplizieren, Alpha mal meiner Ground Truth plus 1 oder minus 1 mal meinem Vektor des Trainingssamples, Attributvektor des Trainingssamples. Und die Alphas, die kann ich jetzt so lange anpassen, bis das W an der richtigen Stelle ist. Das Interessante ist, das Alpha ist jetzt in der Denke, ist dieses Alpha einfach ein künstlich eingeführter Parameter, damit ich hier einen Parameter habe, den ich anpassen kann. Der hat aber eine Bedeutung. Weil den gibt es einmal für jedes Sample J. Das heißt, das Alpha gibt doch an so eine Art Gewicht, wie stark dieses Sample damit reingeht. Ja, wenn dieses Alpha für ein Sample 0 ist,
dann fällt das alles weg. Dann spielt das Sample keine Rolle für meine Klassifizierung. Wenn das Alpha groß ist, dann spielt das Sample eine große Rolle für die Klassifizierung. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen, dann sehen wir schon, was passieren wird. Es wird passieren, dass diese hier ein großes Alpha kriegen und die da hinten ein kleines Alpha kriegen oder vielleicht sogar ein Alpha 0 gleich 0 kriegen und damit ganz rausfallen. Und jetzt haben sie ihre Support-Vektoren gefunden. Ja. Die einen Alpha haben, das groß ist, das sind meine Support-Vektoren, die tatsächlich nachher mein Ergebnis bestimmen. Und die ein Alpha haben, das 0 ist, die sind keine Support-Vektoren und die interessieren uns. Und das ist natürlich ein ganz großer Trick, weil das schränkt uns nachher auch ein, was wir rechnen müssen. Denn Skalarprodukte mit Trainingssamples, deren Alpha 0 ist, die brauchen wir erst gleich gar nicht berechnen. Wunderbar. Also, somit haben wir unsere Gleichung vereinfacht und wir optimieren jetzt hier die Alphas, ja, statt die Bs, wie bei den künstlichen neuronalen Netzen. Wir haben also jetzt eine Diskriminanzfunktion, immer noch f von x gleich wx plus b. Aber wir haben jetzt das w definiert hier, unseren normalen Vektor haben wir definiert, über diese Summe mit den Alphas und den Trainingssamples. Und das können wir doch jetzt hier einsetzen. Ja, jetzt setzen wir das w da ein, ja, da unten gemacht. Ich setze einfach da, wo das w steht, innerhalb von meinem Skalarprodukt, setze ich jetzt diese Summe da oben ein. Und jetzt, wenn Sie mal genau hinschauen, da haben wir hier eine Summe. Und die multiplizieren wir mit dem, in der Summe steht ein Vektor drin, das heißt, am Ende ist es wieder ein Vektor. Ja, das ist ein Vektor, denn da rechnen wir das Skalarprodukt mit dem Vektor dahin. Das ist also jeweils ein Produkt. Ja, wir haben hier eine Summe und dann elementweise Produkte. Und das können wir jetzt natürlich umklammern, sozusagen. Ja, wir können jetzt das Produkt des Skalarprodukts in die Summe reinziehen und können sagen, okay, dann multipliziere doch gleich mein x mit meinem, also mein Testvektor, den ich testen will, mit meinem Trainingsvektor xj. Und dieses Alpha mal Y rausgezogen aus dem Skalarprodukt. Und damit habe ich als Skalarprodukt nur noch xj mal x dastehen. Und natürlich in das plus b dann. Das heißt, wenn ich das so schreibe, habe ich immer noch die gleiche diskriminierende Funktion wie hier. Aber das Schöne ist jetzt, ich habe überhaupt kein w mehr drin. Das heißt, die eigentliche Größe unseres normalen Vektors, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, die interessiert uns gar nicht. Es reicht uns, dass wir, wenn wir eine Vorhersage machen wollen, wenn wir das f von x für irgendein Sample x berechnen wollen, dann brauchen wir das w gar nicht. Es reicht uns, dieses hier zu berechnen. Das heißt, für jedes Trainingssample berechnen wir das Skalarprodukt Trainingssample mal dem, von dem wir es wissen wollen, multiplizieren die Ground Truth des Trainingssamples und das Alpha, also die Gewichtung, noch mit drauf, addieren alles zusammen, addieren noch das B dazu. Und wenn wir das machen, kommt ein f von x raus und das ist entweder positiv oder negativ. Und dann gehört es entweder zur einen Klasse oder es gehört zur anderen Klasse. Je nachdem. Ja, das heißt, das ist fast schon ein Lazy Learner, aber nur fast, weil richtig lazy ist es nicht. Ja, es gibt zu viel Mathematik dahinter, als dass es lazy wäre. Aber tatsächlich besteht unser Algorithmus daraus, dass wir mit dieser Formel über den Trainingsdatensatz drüber gehen, um die Vorhersage zu machen. Ja? Das Modell, das wir vorberechnet haben, das sind die Alphas. Die sind optimiert. Ja. Und jetzt wissen Sie auch, warum die Tierchen Support-Vektormaschinen heißen, weil die Alphas, also die Gewichtung, die uns bestimmen, was ist ein Support-Vektor und was nicht, das ist das, was eigentlich abgespeichert werden muss. Das ist das, was unser Modell ausmacht. Ja, unser Modell wird charakterisiert durch das Alpha für jedes Trainingssample. Und dann können wir hergehen und mit dieser Formel mit der Summe über jedes Trainingssample das entsprechende f zu berechnen und dann wissen wir, wie wir vorhersagen. Also gar nicht ganz so schwer,
Was ich Ihnen jetzt, wie gesagt, vorenthalten habe, ist, wo die Alphas herkommen, ja, wie das Training funktioniert. Aber ich zeige es Ihnen nochmal aus der neuronalen Netzewelt, denn auch neuronale Netze kann man so trainieren, ist ja die gleiche Mathematik. Und auch das hat vor 60 Jahren der Rosenblatt schon hingeschrieben. Ja, hier der Beweis aus der Publikation vom Rosenblatt von vor 60 Jahren. Da hat er das schon hingeschrieben, dass man so ein Ding so optimieren kann. Hat er im Prinzip damals die Support-Vector-Maschinen schon vorweggenommen. Allerdings hat er nicht weiter gedacht und tatsächlich die Support-Vector-Maschinen dann auch draus gemacht. Das kam erst ein bisschen später. Aber ich finde es interessant, ja, wie eng hier die Verzahnung ist dieser beiden Methoden, die jahrzehntelang so sich bekriegt haben. Eigentlich genau ist das Gleiche bei den beiden. Okay, ja, hier habe ich es Ihnen nochmal aufgezeichnet. Die Support-Vektoren für unser Beispiel, im Prinzip sind es nur noch die drei. Mit den dreien kann ich die Lage meiner diskriminierenden Ebene hier berechnen und die Alphas für alle anderen können getrost null sein, die brauche ich gar nicht, weil da hinten ist das Ergebnis eh klar. In dem Fall wieder, ja, ich finde immer an der Grenze zwischen meinen Klassen, finde ich den Support-Vektor. Aber, ja, jetzt steht ein Aber. Das ist ja immer noch ein lineares Problem. Ja, das ist immer noch so ein Problem, das mich eigentlich nicht interessiert. Und jetzt kommen die Tricks. Die Tricks, die genialen Tricks der Support-Vektor-Maschinen, die es möglich machen, dass man aus diesem linearen Klassifizierer einen richtig coolen, generell anwendbaren Klassifizierer macht. Das müssen wir selber mitmalen. Einen Moment, ich komme mal wieder an die Tafel für Sie. Wir versuchen mal, das einfachst mögliche Problem hier anzugehen. Und zwar male ich Ihnen mal hier als erstes vielleicht ein Koordinatensystem. Ja, x, y. Und jetzt ein paar Punkte hier rein, ja, ein paar rote Punkte. Es sei ein eindimensionales Problem, also alle meine Punkte liegen auf meiner x-Achse und ein paar blaue Punkte dazu. Und jetzt frage ich Sie, wo liegt die diskriminierende Ebene? Das dürfte relativ billig sein. Ja, die kann ich einfach hier einzeichnen und ich kann perfekt separieren zwischen Grün und Rot. Was ist, wenn wir das Problem ein bisschen komplizierter machen? Ja, ich mache mal aus einem hier, aus dem hier, mache ich mal einen blauen. Ups, falscher Stift, sorry, mache ich mal einen blauen. Falsche Farbe. So. Wo ist jetzt meine diskriminierende Ebene? Ja, die ist schon mal da, weil jetzt findet man sie nicht mehr. Ja, wir können sie nirgends einzeichnen, weil wir niemals mit einer Gerade die roten von den blauen trennen können. So, und jetzt kommt der Trick Nummer 1. Und der Trick Nummer 1 ist der Trick mit dem Kernel. Der Trick mit dem Kernel sagt, jetzt geh doch einfach mal her und wende eine Funktion an auf jeden meiner Punkte. Und zwar eine Funktion, die aus der eindimensionalen Funktion, wir haben ja nur einen Wert x, eine zweidimensionale Funktion macht. Und ich könnte zum Beispiel hergehen und jetzt diese Punkte alle auf eine Parabel legen. Ja, ich versuche mal hier eine Parabel einzuzeichnen, die irgendwie so aussieht. Ja, das wäre eine Parabel, y gleich x Quadrat. Und wenn ich jetzt alle meine Punkte auf diese Parabel projiziere, ich mache das mal. Also vom eindimensionalen Raum in den zweidimensionalen Raum und jetzt wieder meine Farben hier mache. Ich mache das mal wieder farbig. Das sind die roten und das sind die blauen. Dann sehen Sie schon, was hier passiert. Jetzt werden die plötzlich hier auseinandergezerrt. Das heißt, jetzt kann ich doch hier, naja, ich habe ein bisschen geschummelt, aber Sie glauben es mir, glaube ich, trotzdem. Jetzt kann ich hier eine Gerade einzeichnen, die von da unten nach da oben geht.
und die gerade das rote Fleckchen da abschneiden. Ich komme mal wieder noch zu Ihnen nach vorne, kurzen Moment. Ja, die genau die roten von den blauen abschneiden. Das heißt, wenn ich meine Werte aus dem eindimensionalen Raum in den zweidimensionalen Raum transformiere mit einer Transformationsfunktion, das ist unser Kernel, mit einem Kernel, dann kann ich Glück haben, das muss nicht so sein, aber es kann sein, dass ich Glück habe und nachher im zweidimensionalen Raum habe ich ein linear separierbares Problem draus gemacht. Also dadurch, dass ich eine Dimension höher gehe, kann ich Glück haben und tatsächlich zu einer Situation kommen, in der ich meine beiden Klassen wieder linear trennen kann. Und in dieser zweidimensionalen Situation kann ich jetzt natürlich problemlos wieder mit meinem normalen linearen Klassifizierer da dran gehen. Das war natürlich das einfachst mögliche Beispiel. Ich habe hier ein zweites Beispiel vorbereitet. Das zeige ich Ihnen aber erst später, wenn wir uns die Mathematik kurz vorher angeschaut haben. Nur schon mal vorweg, das wollen wir nachher lösen. Ja, also wir haben hier einen Datensatz wieder aus Rot und Blau und Sie sehen, der ist definitiv nicht linear trennbar, ja, weil ich kann keine Gerade irgendwo da durchziehen, so dass die Blauen von den Roten getrennt sind. Das geht nicht. Wir werden aber uns jetzt mal die Mathematik angucken und dann werden wir mal schauen, ob wir damit vielleicht dieses Problem sogar gelöst kriegen. Wie funktioniert das? Wir brauchen eine Funktion, mit der wir unsere Daten in einen Raum transformieren können, der mehr Dimensionen hat als der, in dem sie bereit sind. Die einfachste Form ist mal, wir machen einfach ein Quadrat da draus und zwar mit der Parabel, so wie gerade schon angedeutet. Die Zahl der Dimensionen muss nachher höher sein und ich kann mir ja so eine Transformation im Prinzip definieren, wie ich will. Ich habe hier mal eine definiert. Da wir nachher in dem sogenannten Feature Space sind, hat sich eingebürgert, das Phi, das griechische Phi, als Symbol für diese Funktion zu benutzen. Also Phi meines Punktes P, der durch zwei Koordinaten XY dargestellt ist. Ja, so wie hier haben wir zwei Koordinaten XY für jeden Punkt. Kann ich definieren, der erste Wert meines Vektors ist x Quadrat, der zweite ist y Quadrat und der dritte ist Wurzel 2 mal xy. Ja? Damit mache ich quasi ein Quadrat in einer Dimension mehr. Und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir das machen. Ja, wir transformieren in den Feature Space mit dieser Transformation. Ich habe Ihnen das in einem kleinen Notebook hier mal vorbereitet. Und zwar importiere ich erstmal, ich benutze Plotly als Backend, weil das die schönen und interaktiven Plots gibt. Dann importiere ich hier meine Daten aus dem CSV-File. Die Schreibweise kennen Sie bereits ja mit dem Pipe durch den Konstruktor des Data Frames. Ja, wir sehen, wie die Daten aussehen. Das sind zwei Spalten Integer. Oh, das gefällt mir nicht. Da bin ich nochmal hergegangen. Im nächsten Schritt mache ich aus den Integers Fließkommazahlen. Und jetzt plotten wir das Ganze. Und zwar mit dieser Zeile, die ein bisschen magisch aussieht. Die sieht nur deshalb magisch aus, weil da ein Makro beteiligt ist. Dieses addDF-Makro ist ein schönes Makro, das der R-Welt nachempfunden ist. In R gibt es auch den with-Befehl, mit dem man in den Namensraum eines Data Frames eintauchen kann, sodass man nicht immer den ganzen Data Frame adressieren muss, sondern nur noch die Spaltennamen verwenden kann. Das geht hier mit diesem addDF-Makro. Dann kann ich sagen addDF-Data. Data ist mein Data Frame. Und jetzt kann ich meine Scatter-Funktion verwenden und kann in der Scatter-Funktion einfach nur noch die Spaltennamen meines Data Frames angeben und muss nicht mehr den ganzen Data Frame adressieren. Ja, ich kann einfach sagen XY-Gruppe und Farbe nach Class und der versteht es. Das ist einfach ein kleines Helfer-Makro. Also, wir schauen mal, wie das aussieht, wenn ich das hier ausführe.
Ne? Da ist er. Also Sie sehen, das sind genau die Daten, die wir gerade auch schon im Plot hatten, die ganz sicher nicht linear trennbar sind. So, jetzt wenden wir diese Funktion da oben an, ja, die da oben definiert ist, dieses Phi. Ja, und ich, schönes Julia, ich nenne meinen Data Frame, den ich hier baue, den nenne ich auch Phi und sage, der soll die x-Spalte haben mit x-Quadrat, die y-Spalte mit y-Quadrat und die z-Spalte mit Wurzel 2 mal x mal y. Immer gebroadcastet hier elementweise gemacht. Ja? Und auch die Quadrate sind immer elementweise gemacht. Und die Klasse übernehme ich. Ja, klar, die bleiben rot und blau. Ich schaue mir die ersten fünf Zeilen an und da müssten jetzt jeweils drei Spalten x, y und z drinstehen. Stehen sie auch. Wunderbar, da sind sie. Jetzt plotten wir das Ganze nochmal. Und zwar jetzt dreidimensional. Mal schauen. Wie sieht es aus? Ja, so sieht es aus. Ja, von oben drauf geschaut, sieht es genauso aus wie vorher. XY-Ebene hat sich nichts geändert, aber wenn wir das anders drehen, dann sehen wir schon, sehen Sie schon, was passiert. Da passiert was, nämlich dass es zieht die Werte auseinander und man sieht tatsächlich hier irgendwo da drin, ja, eine Ebene, die blau von rot trennt. Ja, hier ist schön blau von rot getrennt. Linear separierbar. Also, Sie sehen, wir haben es hier tatsächlich geschafft. Mit dieser Transformation da oben haben wir es geschafft, aus einem Problem, das überhaupt niemals linear separierbar sein kann, Punkte, die umeinander rumliegen, die so zu transformieren in ein linear separierbares Problem. Und das Schöne ist, hier können wir jetzt natürlich problemlos wieder mit unserer normalen Support-Vektor-Maschine, also mit unserem linearen Klassifizierer, drangehen. Und können das lösen. Perfekt können wir das lösen. Mit einem linearen Klassifizierer, der alle Vorteile des linearen Klassifizierers mit sich bringt. Also, sehr schönes Beispiel. Ja, Sie sehen, das funktioniert. Das heißt, wir können jetzt ein Problem zu einem linear separierbaren Problem machen, indem wir statt der Skalarprodukte unserer Punkte, die wir anschauen wollen. P ist jetzt hier ein Punkt, den ich prüfen will, sozusagen. Ja. Skalarprodukt unseres normalen Vektors mit meinem Punkt. Stattdessen berechnen wir, transformieren wir den normalen Vektor in den Feature Space, Phi, den Punkt Vektor in den Feature Space und berechnen das Skalarprodukt dort. Dann können wir wieder unsere diskriminierende Funktion ausrechnen. Das geht ganz genauso. Ist aber ein bisschen kompliziert. Ja, das ist mir zu kompliziert. Deshalb suchen wir nach einem Trick. Und diesen Trick, den gibt es. Der Trick Nummer zwei, der heißt Kernelfunktion. Was ist das? Trick Nummer zwei ist die Überlegung. Eigentlich brauchen wir dieses Phi von W und dieses Phi von P doch gar nicht. Uns interessiert nicht, wie die Koordinaten der Punkte im hochdimensionalen Raum sind. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist dieses Skalarprodukt. Deshalb ist die Frage, wäre es nicht vielleicht möglich, gibt es nicht irgendeinen mathematischen Trick, mit dem man dieses Skalarprodukt berechnen kann, ohne dass man die Transformation machen muss? Und tatsächlich gibt es das. Das geht nicht für alle Transformationen, aber für manche Transformationen geht das. Und das ist der Trick mit der Kernelfunktion. Was ist eine Kernelfunktion? Eine Kernelfunktion ist eine Funktion k, die für zwei Punkte, U und V, hergeht und das Skalarprodukt im Feature Space berechnet. Direkt. Ohne dass ich da hier transformieren muss. Ja? Also eine Funktion, die nimmt U und V und berechnet das Skalarprodukt von U und V, aber im Feature Space, also nach Transformation. Wie soll das gehen? Ja, das geht ganz von alleine. Das ist der Trick. Ich zeige es Ihnen mal genau an diesem Beispiel hier, das wir vorher uns angeguckt haben, nämlich an diesem Quadratbeispiel. Und zwar werde ich versuchen, Ihnen mal einfach auszurechnen, wie denn, was denn rauskommt, wenn wir zuerst transformieren und dann das Skalarprodukt berechnen. Dann rechnen wir mal.
Phi Skalarprodukt von Phi von U und Phi von V. Ja, was ist U? U und V sind zwei Vektoren, die jeweils aus einer X- und einer Y-Komponente bestehen. Also kann ich statt meinem Phi meine quadratische Transformation hinschreiben. Das heißt, das ist x u Quadrat, y u Quadrat und Wurzel 2 x u y u. Ja, das ist mein erster transformierter Punkt. Der zweite ist dementsprechend xv Quadrat. YV Quadrat und Wurzel 2 XV YV. Ja, das ist das Skalarprodukt meiner beiden transformierten Punkte, die jetzt dreidimensional sind. Das Skalarprodukt ist das elementweise Produkt und davon die Summe. Also, das kann ich ja direkt hinschreiben. Ja, das ist nichts anderes als XU Quadrat mal xv Quadrat, das erste, plus das zweite, yu Quadrat mal yv Quadrat und plus das dritte, Wurzel 2 mal Wurzel 2 gibt 2 mal xu yu mal xv mal yv. Das ist es. Ja, wer sich ein bisschen an die Schule erinnert, der sieht da sofort was. Ja? Der sieht hier sowas wie eine binomische Formel. Ja, a Quadrat plus b Quadrat plus 2ab ist nämlich was? Das wissen Sie noch. Das ist a plus b in Klammer zum Quadrat. Ja? Das heißt, ich kann das jetzt hier natürlich einfach wieder zusammenfassen nach dieser binomischen Formeln. Was ist a? A ist das hier, also a ist x, u, xv. Was ist b? B ist das hier, y, u, yv und das Ganze zum Quadrat. So, wovon ist das Skalarprodukt? Skalarprodukt entsteht durch elementweises Multiplizieren. Das heißt, xu, xv plus yu, yv ist natürlich das Skalarprodukt von xu, yu und xv. YV. Diese beiden Vektoren, XU, YU und XV, YV, Skalarprodukt gerechnet, ist nichts anderes als das mal dem plus das mal dem. Das ist das hier. Und das Ganze ist aber im Quadrat, das Quadrat bleibt stehen. So, was ist XU, YU? XU, YU ist nichts anderes als mein Punkt U. Mein ursprünglicher Punkt U, der war fett. Ich mache ihn auch mal fett, dass man sieht. Also das ist mein Punkt U. Und das hier ist nichts anderes als mein Punkt V. Und davon brauche ich das Skalarprodukt. Und was wäre das? Quod erat demonstrandum. QED. Das heißt, das Skalarprodukt meiner beiden transformierten Punkte ist nichts anderes als das Skalarprodukt meiner untransformierten Punkte U und V und dann ins Quadrat genommen. Stimmt, oder? Sie sehen, das geht auf. Ja, also der Körnelfunktionstrick, der funktioniert tatsächlich. Wir können, indem wir einfach das normale Skalarprodukt berechnen und das quadrieren, das gleiche Ergebnis bekommen, wie wenn wir in den Feature Space transformieren und dort das Skalarprodukt berechnen. Wissen Sie was? Wir probieren das nochmal aus mit Zahlen. Ja, vielleicht sehen Sie es besser, wenn wir das einfach mit Zahlen ausprobieren. Dann glauben Sie mir das vielleicht. Also, hier steht ja schon U gleich
1,4, v gleich 2,5. Ich habe es mal übereinander geschrieben, so wie man die Vektoren eigentlich richtig schreibt. Ja. Also jetzt brauchen wir unsere Funktion phi. Und wir sagen phi generell, phi von u ist gleich, allgemein haben wir gesagt, das ist x Quadrat, y Quadrat, Wurzel 2 xy. Ja. Könnte es ja vielleicht auch ein bisschen schöner schreiben hier. So. Mit unseren Zahlen eingesetzt ist das 1 im Quadrat, 4 im Quadrat ist 16 und Wurzel 2 xy ist Wurzel 2 mal 1 mal 4. So, das ist mein Phi von U. Und jetzt brauchen wir noch unser Phi von V. Und was ist das? Können wir gleich ausrechnen, oder? 2 im Quadrat ist 4, 5 im Quadrat ist 25 und dann kommt Wurzel 2 mal 2 mal 5 mal 10. Ich rechne das, die Wurzel 2 gar nicht aus, weil das würde ich nachher ja sowieso zusammen multiplizieren müssen. Ja, also, jetzt kann ich rechnen. Was ist das Skalarprodukt aus im Feature Space, also Phi von U und Phi von V? Das Skalarprodukt hier elementweise multipliziert, also 1 mal 4 plus 16 mal 25 plus Wurzel 2 mal Wurzel 2 gibt 2 mal 4 mal 10. Und lassen Sie mich kurz tippen. Gibt 484. Jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Wir rechnen andersrum. Wir rechnen jetzt aus das Skalarprodukt von UV. Im Quadrat, also das ist das Skalarprodukt von UV, das heißt 1 mal 2 plus 4 mal 5 und das Ganze zum Quadrat, das gibt 2 mal 2 plus 20, also 22 zum Quadrat sind 484. Ja, es kommt richtig raus. Also, sowohl mathematisch können wir es beweisen, als auch rechnen können wir es. Und wir können sehen, wenn wir nochmal, weil das einfach so wichtig ist, zuerst die Punkte in den Feature Space transformieren, dann das Skalarprodukt berechnen, das elementweise Produkt, davon die Summe, gibt in dem Fall für unser Beispiel 484. Oder zuerst das Skalarprodukt berechnen und dann einfach das Quadrat, gibt genau das Gleiche. Also, das heißt, um diesen genialen Trick der Transformation in eine höhere Dimension umzusetzen, müssen wir diese Phi-Transformation eventuell gar nicht machen, wenn wir eine Kernelfunktion haben, die diese Eigenschaft hat. Tatsächlich ist es so, dass nicht jede x-beliebige Transformation das macht, sondern es sind tatsächlich nur ganz bestimmte, die das machen und wir sind darauf angewiesen, von diesen ganz bestimmten auch die zu nehmen. Ich habe Ihnen hier mal die wichtigsten aufgeschrieben. Die haben wir gerade angeguckt, ja, mit d gleich 2, also das Quadrat, auch das hoch 3, hoch 4, hoch 5, die haben alle genau diese Eigenschaft, die exponentielle Funktion, die macht es. Es geht auch, wenn man die polynomiale Funktion nimmt, wenn ich hier noch einen plus 1 oder einen Koeffizienten mit dazu schreibe, dann sind nachher alle Terme drin, ja, da ist der x Quadrat, x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5 und so weiter. Die Terme sind alle in der Summe mit drin. Deshalb ist der ein bisschen komplizierter. Ich kann sagen, auf der einen Seite ist er komplizierter, der Kernel, auf der anderen Seite kann er vielleicht auch ein bisschen mehr. Sprich, er kann Werte
Punktwolken, die komplizierter ineinander verschachtelt sind, wieder linear separierbar machen. Oder der ultimative Kernel, der fast alles linearisieren kann, ist der RBF-Kernel, der Radial Basis Function Kernel, oder auch der Gauss-Kernel, sagt man dazu, der von der Gauss-Funktion hier abgeleitet ist und hier in der Schreibweise für die Gauss-Funktion und in der Welt der Support Vector Machines schreibt man es normalerweise so hin mit dem Gamma als Parameter. Und hier haben wir die Möglichkeit, über das Gamma die Breite der Gauss-Funktion und somit die Feinkörnigkeit unseres Kernels einzustellen. Das zeige ich Ihnen nachher am Beispiel, wie das funktioniert. Also das sind die drei wichtigsten Kernel, für die dieser Trick funktioniert. Und wir brauchen überhaupt das Phi gar nicht mehr ausrechnen. Wir berechnen die Skalarprodukte einfach, indem wir die Kernelfunktion berechnen. Und dann bekommen wir direkt das Skalarprodukt im Feature Space. Und wenn wir das D ändern, dann ändern wir die Zieldimension. Wir können also hier einfach sagen, ich möchte in den vierdimensionalen Raum, ich möchte in den dreidimensionalen Raum oder was weiß ich und kann das angeben und bekomme einfach durch Berechnung der Kernelfunktion das richtige Skalarprodukt. Sehr schöne Sache ist das. Ja, das sind die Kernels. Ja? Ich glaube, das habe ich jetzt alles schon x-mal gesagt. Was vielleicht interessant ist, ist das hier, nämlich man kann Kernels zusammensetzen. Man kann zeigen, wenn ich mehrere Kernels habe, die diese Eigenschaft haben, die wir da brauchen, diese tolle, dann kann ich auch aus diesen neue Kernels zusammensetzen und die haben diese Eigenschaft dann auch. Außerdem kann man sich für besondere Fälle Spezialkernels bauen. Das ist dann oft ein bisschen knifflig, aber nicht unmöglich. Also sprich, man kann zum Beispiel hergehen und für Zeichenketten sich Kernels bauen oder auch für Graphen sich Kernels bauen. Also Kernels, die nicht nur mit Fließkommazahlen umgehen können. Die müssen nur eben diese Eigenschaft hier mitbringen, dass sie den Feature Space quasi umgehen. Ein letztes Wort zur Implementierung noch von SVMs. Die müssen Sie nicht hier im Kurs selbst implementieren. Die implementiert fast niemand selbst. Es gibt ein paar wichtige Bibliotheken, die das machen. Ich glaube, die am weitesten verbreiteste ist die libSVM hier von Zhang und Lin. Ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot. Da ist der Link oben angegeben im Skript auch zum Draufklicken. Für alle Programmiersprachen und alle Frameworks gibt es libSVM-APIs. SciPy nimmt libSVM, in Julia ist libSVM, in Scala ist libSVM. Also egal, wo Sie SVMs anwenden, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass Sie es am Ende mit der libSVM machen. Deshalb lohnt sich es eigentlich auch von vornherein gleich mal die Doku vom libSVM zu lesen und gar keine andere. Weil alles andere ist eh nur oben drüber gesetzt. Ja? Also auch die Python-Bibliotheken sind nur auf libSVM oben drauf gesetzt. Wenn man da reinschaut in die Doku, dann sieht man ein paar Parameter. Ja? Man sieht einmal den Kernel. Ja? Das sind die Kernels. Sie sehen, da gibt es noch den Tangens-Hyperbolicus als Kernel. Der hat auch diese Eigenschaften noch. Ja? Es gibt den Degree. Ja, wenn Sie zum Beispiel den exponentiellen Kernel haben, müssen Sie eben sagen, will ich hoch 2, hoch 3, hoch 4. Das ist der Degree. Man kann den Gamma einstellen, logischerweise, für den RBF-Kernel, für den gaußschen Kernel. Je größer das Gamma, desto feinkörniger wird die ganze Geschichte. Schauen wir uns gleich im Notebook an. Und es gibt noch in den modernen Algorithmen ein paar andere Parameter. Ein ganz wichtiger ist dieser Cost-Parameter. Wenn man den hochdreht, dann kann man falsch klassifizierte Samples bestrafen, sozusagen. Also sprich, wenn ein Sample falsch klassifiziert ist, wie schlimm soll das sein? Wie stark passt sich die Überebene so an, dass auch das letzte falsch klassifizierte Sample quasi noch mit erfasst wird oder nicht? Das ist auch so ein bisschen die Feinkörnigkeit oder die Frage, wie viel Übertraining will man zulassen oder wie viel Übertraining will man unterdrücken. Das sind Parameter, an denen muss man ein bisschen spielen, wenn man die SVM anwendet. Um Ihnen zu zeigen, wie sich das verhält, habe ich Ihnen hier noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar
nochmal einen Datensatz, der nicht so einfach geht. Ich habe hier ein kleines Notebook vorbereitet. Sie sehen, ich benutze eine Reihe Pakete, Data Frames, die libSVM, die wieder auf das Standard, auf die Standard libSVM einfach zurückgeht. Und ich benutze Plotly wieder als Plotting Backend. Dann definiere ich mir einen Datensatz, der soll kompliziert sein. Ich möchte gerne zwei ineinander verschachtelte Spiralen haben, ja, so wie es eine Spiralgalaxie. Sowas definiert man am besten in Polarkoordinaten, weil da muss ich nur einfach den Winkel ein Stück weit drehen und immer mit dem Radius nach außen gehen, dann bekomme ich so eine Spirale. Ich mache das für zwei Klassen, jeweils versetzt, ja, hier mit minus 2 Pi und mit Pi, sodass ich zwei ineinander verschachtelte Spiralen bekomme. Und dann generiere ich mir einen Datensatz aus 50 Punkten als Data Frame, indem ich hier die Polarkoordinaten wieder umrechne in XY-Koordinaten und dem einen die Klasse Red und dem anderen die Klasse Blue gebe. Schauen wir uns hier mal die ersten 10 Zeilen an und dann sehen Sie eben, da gibt es XY im Data Frame und die Klasse und ich habe es am Ende geschaffelt, damit die ein bisschen durcheinander sind. So, jetzt nehmen wir wieder dieses schöne DF-Makro, um das zu plotten und schauen mal, wie das aussieht. Und Sie sehen, das sieht eigentlich so aus, wie ich mir es wünsche. Zwei Spiralen, eine rote und eine blaue, und die sind ineinander verschachtelt. Das ist garantiert nicht linear separierbar. Wir gucken mal, was unsere SVM damit macht. Ich probiere das hier mal aus. Mache ein Modell einfach mit SVM Train. Das ist die Trainingsfunktion von der libSVM. Übergebe einfach die Daten. Sie sehen, ich musste hier wieder transponiert übergeben, weil die libSVM will die Daten mit einem Sample pro Spalte haben. Und wir haben in unseren Data Frames ja immer ein Sample pro Zeile. Ist aber nicht schlimm. Ich mache einfach das Transponierstrichchen hier dahinter und dann ist es fertig. Und ich übergebe die Klasse als Y. Ja? Der muss für jedes Sample, der muss die SVM im Training ja wissen, wo es dazugehört. Ja, das Training geht sehr schnell, sind ja nur 100 Werte, kein Problem. Und irgendwo stehen die Alphas, ja, die letzten Endes bestimmen, wie mein Modell aussieht. Ich kann mir hier mal die Hilfe anschauen mit Fragezeichen und Sie sehen, das SVM Train ist 1 zu 1 zur libSVM durchgeleitet. Wenn Sie sich im Internet die Doku zur libSVM anschauen, sind es exakt die gleichen Parameter, die da stehen. Und die kann man alle hier einfach angeben und kann die libSVM mit benutzen. Ja? Okidoki. Jetzt definiere ich mir hier eine Plotfunktion, die soll mir einerseits meine Punkte plotten, so wie oben auch. Die soll mir andererseits aber auch plotten, was die SVM macht. Dazu, Sie sehen es vielleicht, dazu definiere ich mir einen Grid aus X und Y-Werten, immer von minus 1 bis plus 1, also zum Beispiel 50 Werte oder 100 Werte zwischen minus 1 und plus 1. Und dann lasse ich mir für jeden Gitterpunkt auf diesem Grid von der SVM vorhersagen, was es die SVM zu diesem Punkt denkt. Ja, damit kann ich quasi nachher zeichnen, an welcher Stelle der Fläche die SVM plus oder minus, beziehungsweise red oder blue machen würde. Und das plotte ich über einen Konturplot. Ja, also so ein Höhenlinienplot sozusagen. Aber ich möchte nur eine Höhenlinie haben, weil ich ja nur einmal trenne zwischen Rot und Blau. Also ich definiere mir die Funktion und plotte mal, um zu gucken, was da rauskommt. Okay, das war unser erstes Modell ohne Parameter angegeben. Und wir sehen, das wird jetzt nicht wirklich dem gerecht. Das heißt, der Standardkernel, den libSVM hier verwendet, der ist nicht in der Lage, dieses Spiralenproblem hier zu lösen. Aber das war ja auch nur, um die Technik auszuprobieren. Wir probieren es jetzt mal richtig. Ich mache hier SVM Train. Übergebe meine Trainingsdaten, ja, und zwar X und Y von meinem Data Frame. Ich muss es als Array übergeben, nicht als Data Frame. Und ich muss es transponieren, damit ich nicht zeilenweise die Samples, sondern spaltenweise die Samples habe. Die Klassen kann ich direkt übergeben.
Und jetzt spiele ich mal mit dem Gamma, weil der Standardkernel ist der RBF-Kernel, der Gaußsche Kernel, für den ich das Gamma als Parameter habe. Und dann plotte ich das und mein Grid hat 200 Punkte in jede Richtung. Also 200 mal 200 sind 40.000 Punkte insgesamt, für die meine SVM die Werte vorhersagen muss. Aber wir schauen mal, wie es das macht. Ja, geht relativ schnell. Und Sie sehen, mit Gamma gleich 1 ist der Kernel relativ weitreichend. Und die SVM versucht tatsächlich auch im Feature Space noch fast hier eine lineare Separierung hinzukriegen. Und das geht natürlich nicht. Ja, da sind jetzt auf der rechten Seite ein bisschen mehr rote Punkte und auf der linken Seite ein bisschen mehr blaue Punkte. Also wenn wir ganz grob eine Ausgleichsgerade sozusagen da reinlegen würden, dann wäre das schon so gar nicht schlecht. Aber das sind natürlich nicht die Spiralen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Gamma vergrößern. Ja, ich mache mal das Gamma etwas größer. Auf 5. Und jetzt sehen Sie schon, jetzt gibt es hier eine Einstülpung und eine Ausstülpung. Also der Kernel scheint sich so ein bisschen mehr meiner Form anzupassen. Ich mache mal noch ein bisschen größer, machen mal 7. Jetzt werden diese Ausstülpungen und Einstülpungen größer. Machen wir mal 9. Ah, jetzt sieht er schon gar nicht schlecht aus. Ja, jetzt versucht tatsächlich hier der Kernel sich anzupassen. Noch ein bisschen größer. 10. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Ja, da sind ein paar rote und ein paar blaue sind noch falsch klassifiziert. Okay, also bei 20 haben wir es geschafft. Ja, bei 20 haben wir es geschafft. Jetzt fällt die Gauss-Funktion so schnell ab. Also hier sind ja quasi alle Punkte sind ja fast Stützvektoren, weil jeder Punkt direkt an der Grenze ist. Und jetzt fällt die Funktion schnell genug ab, dass er quasi an jeder Stelle zwischen Rot und Blau auch die Klasse wechseln kann. Mit dem kleinen Gamma ist die Kurve so flach, dass quasi der rote Punkt so weit reicht, dass er über das Blaue rausragt und vice versa. Und dann kann der Kernel das einfach nicht trennen. Also, Sie sehen, man muss den richtigen Wert für Gamma finden und dann passt das. Wir können mal probieren, was passiert, wenn wir das hier nochmal größer machen. Nochmal 200 raus, dann machen wir es mal richtig größer. Und da sehen Sie, jetzt drängt er das absolut perfekt auf. Ich mache mal 2000 raus. Jetzt sehen wir was. Hier gibt es solche Blasen. Ja, mach mal. Okay, was passiert hier? Jetzt wird der Kernel so feinkörnig, so wenig weitreichend, dass quasi der Einfluss vom roten Sample hier nur noch sehr, sehr knapp reicht. Und jetzt haben wir tatsächlich hier auch massiv übertrainiert. Wir haben einfach jeden einzelnen roten Punkt gelernt. Die blauen dominieren hier, das könnte auch zufällig andersrum sein, aber das ist wieder ein Fall eindeutigen Übertrainings. Das Gamma ist natürlich jetzt auch riesig groß. Wo war es denn gut? Irgendwo bei 15, 20 war es gut, ja? 20 war eine gute Zahl. Ja, das wäre eine gute Zahl. Also, Sie sehen, ob Training oder Übertraining, ob überhaupt möglich oder nicht, hängt davon ab, wie man die Parameter einstellt. Wie immer, die Hyperparametersuche ist das A und O und den richtigen Hyperparameter zu wissen, ist das A und O beim Algorithmus. Also das Beispiel soll eben Ihnen wirklich klar machen, selbst sowas ist möglich mit der Support-Vektormaschine. Das grenzt wirklich an Magie oder an Science-Fiction. Ja. Gut, als allerletztes. Im letzten Praktikum haben einige von Ihnen zu Recht zu mir gesagt, ich sage immer, es sei so wichtig, die Hyperparameter zu finden, aber ich sage nie, wie man das macht. Das ist richtig. Ich sollte vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Leider bin ich ausgerechnet bei den SVMs nicht wirklich der Richtige dafür, weil ich eben ein neuronaler Netzmensch bin und deshalb in meinem Leben relativ wenig SVMs tatsächlich in der Praxis verwendet habt, sondern Ihnen viel besser zeigen kann, wie das alles mit neuronalen Netzen geht. Aber macht nichts, weil manche Sachen sind so klar und eindeutig.
dass man die mit ein bisschen gesundem Menschenverstand auch hier, glaube ich, hinkriegt. Ja. Wichtig: Hyperparametersuche nicht automatisieren, kein Algorithmus verwenden, denn das Wesen von Datenanalyse ist immer, dass Sie Ihre Daten kennen. Und wenn Sie einen Algorithmus entwickeln, dann kennen Sie nachher Ihre Daten immer noch nicht. Also Sie müssen Ihre Daten lernen und dann wissen Sie auch die Hyperparameter. Was wollen wir? Wir wollen trennen, wir wollen nicht übertrainieren. Das heißt, wir müssen immer einen Kompromiss finden zwischen Feinkörnigkeit, zwischen Übertraining und und der Möglichkeit, überhaupt klassifizieren zu können. Und das müssen Sie mit Ihrem Bauchgefühl am Ende hinbekommen. Dazu müssen Sie Ihre Daten kennen. Visualisieren Sie Ihre Daten. Schauen Sie sich Histogramme an, Boxplot an. Für die SVM, für die Gamma-Auswahl, man könnte zum Beispiel hergehen, eine PCA machen, die ersten zwei, drei Hauptkomponenten sich nur hernehmen, die mal klassifizieren, weil da sind die Abstände zwischen den Punkten ja fast gleich groß schon, auch wenn der Datensatz vielleicht nicht so fein strukturiert ist. Einfach damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie groß die Abstände der Daten sind, wie stark die verschachtelt sind und wie Sie dann deshalb eben Ihre Parameter, zum Beispiel Ihr Gamma hier einstellen müssen. Und das geht am besten durch Visualisierung. Versuchen Sie sich irgendeine Visualisierung auszudenken, die für Ihre Daten passt, mit der Sie sowas entscheiden können. Und dann spielen Sie ein bisschen rum. Keine systematische Suche, da bekommen Sie kein Gefühl dafür. Was sich ganz gut bewährt, ist, die Extreme auszutesten. Versuchen Sie es zunächst mal mit einem ganz einfachen Kernel. Vielleicht ist Ihr Problem ja sowieso schon fast oder ganz linear separierbar. Dann brauchen Sie keinen super-duper Kernel, sondern dann geht es mit dem ganz einfachen. Probieren Sie einen maximal guten Kernel, einfach um zu schauen, können die Support-Vektor-Maschinen das überhaupt? Und dann tasten Sie sich mal von der einen oder von der anderen Seite an die Grenze ran und versuchen Sie zu verstehen, was jeweils schief geht. Welche Samples sind die, die nicht klassifiziert werden können? Sind die wichtig? Können Sie vielleicht erkennen, dass das sowieso Ausreißer sind? Ja, also Sie müssen das mit Ihrem Verstand machen. Das ist wichtig. Vorsichtig rantasten. Das ist bei SVMs gar nicht so schwierig, weil in den allermeisten Fällen werden Sie sowieso RBM-Kernels nehmen, diesen Gauss-Kernel von gerade eben, und dann gibt es eigentlich fast nur das Gamma. Ja, Sie können an dem Cost noch rumspielen, aber der wichtigste Parameter ist das Gamma und dieses eine Gamma anzupassen, das sollte auch noch drin sein, ohne dass man das automatisiert. Das findet man raus, ja, das geht schon. Genau. Hier habe ich Ihnen nochmal aufgeschrieben, Ihr Klassifizierer muss nicht im Trainingsdatensatz gut sein, er muss nicht im Validierungsdatensatz gut sein, er muss auch nicht im Testdatensatz gut sein. Im Normalfall muss der Klassifizierer nachher in der Anwendung gut sein und da sind die Daten normalerweise nochmal anders. Ja, das heißt, zu viel Optimierung ist gar nicht nötig. Viel wichtiger ist, dass Sie wissen, was in Ihren Daten steckt, vielleicht auch, wie sich Ihre Daten unterscheiden von den späteren Produktivdaten und so. Ja, also machen Sie es, überlassen Sie es nicht einem Algorithmus. Weil, wenn Sie einfach den Algorithmus für Sie arbeiten lassen, dann können Sie im Prinzip nachher ja gar nichts. Dann kann Ihr Algorithmus, Ihr genetischer Algorithmus weiß, welche Hyperparameter richtig sind, hat was über Ihre Daten gelernt, aber Sie nicht. Und das ist schlecht. Ja. Sie sollten wissen, was Sie tun, zu jedem Zeitpunkt. Okay, das war es von meiner Seite zu den Support-Vektor-Maschinen. Danke und bis zum nächsten Mal. Und Scotty, beam me up.